Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Video von Lower. Heute zum Testspiel Schwelm gegen WSV. Eigentlich gab es jetzt noch zwei Gewinner für ein Gewinnspiel für zwei Karten, aber die Gewinner sind leider nach einer halben Stunde nach dem vereinbarten Treffen nicht angekommen. Der Gewinn ist dadurch leider verfallen. Schade, wäre es eigentlich sehr unfair für die anderen Leute, die teilgenommen haben. Sie hätten die Karten ja auch gewinnen können. Sehr schade. Das Spiel ist zu Ende. Der WSV hat 7:0 gewonnen. Aber jetzt geht es noch zur Pressekonferenz. Ein kurzes Statement nur zum Spiel heute gegen den VfB. Ja, erstmal guten Abend zusammen. Hallo. Und als allererstes vielen Dank für die Gastfreundschaft. Wir haben hier wirklich einen super bespielbaren Rasenplatz vorgefunden und echt fair und mit einer guten Kreisliga-Qualität spielenden Gegner. Ich denke, dass wir haben eine ziemlich harte Trainingswoche hinter uns. Wir hatten, ich glaube, das war die 8. Einheit in dieser Woche. Es war die letzte Möglichkeit, auch nochmal intensiv in verschiedenen Bereichen zu arbeiten. Von daher bin ich meiner Mannschaft zufrieden. Ich muss aber Schwelm auch das Kompliment machen, dass sie in der zweiten Halbzeit sehr ordentlich gemacht haben. Ein bisschen tiefer stehen, das ist immer dann schwierig. Und trotzdem habe ich bei meiner Mannschaft viele positive Sachen gesehen. Ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und jetzt freuen wir uns auf morgen, auf die Saisoneröffnung und auf die dann anstehenden Aufgaben. Marco, zu deiner Mannschaft, zum heutigen Spiel, ein paar Sätze bitte. Guten Abend zusammen. Von meiner Seite auch erstmal vielen Dank, Stevie, nochmal an dich und deine Truppe und den WSV, dass ihr zu uns gekommen seid und zwar auch mit dem gesamten Kader angetreten. Finde ich absolut wunderbar, habe ich auch vorher schon betont. Genauso zum Publikum, bei schlechtem Wetter doch ein relativ volles Haus zu haben, das freut mich sehr. Und das macht dann auch in Zukunft Spaß, solche Veranstaltungen vielleicht nochmal auf die Beine zu stellen. Zum Spiel möchte ich nur sagen, dass ich meiner Mannschaft ein Riesenkompliment mache. Nach zwei Trainingseinheiten und Testspielen haben wir da doch relativ ordentlich mitgehalten. Es ist doch immer sehr, sehr schwer, wenn man im Vorfeld schon weiß, dass man im Grunde genommen über 90 Minuten dem Ball hinterherläuft. Deshalb auch nochmal ein Glückwunsch zum verdienten Sieg zu uns, zum Spiel selber. Meiner Meinung nach ist das Ergebnis gerade aufgrund der ersten Halbzeit vielleicht um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen. Das soll jetzt nicht die Qualität vom WSV schmälern, sondern da haben wir uns dann tatsächlich mit individuellen Fehlern doch ein bisschen was eingeschenkt. Ansonsten hätte ich mir gewünscht, dass wir vielleicht noch einen Tick mutiger gewesen wären, auch mal aufs Tor zu schießen. Aber alles in allem eine super runde Geschichte, eine optimale Trainingseinheit, vor allen Dingen für die Jungs, die ja jetzt in jungen Jahren hier auch zu uns gekommen sind, vielleicht nochmal den Ehrgeiz zu entwickeln, in Zukunft auch mal auf so einem Niveau zu spielen. Vielen Dank.